Herr Präsident, vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Interview führen zu können. Ich möchte mit der Frage über das schreckliche Ereignis in Aleppo beginnen, das sich vor kurzem ereignet hat. Dort sind die meisten der getöteten und verletzten Kinder. Was denken Sie, wer dieses Verbrechen organisiert hat und mit welchem Ziel? Vor einigen Monaten war eine ähnliche Evakuierung der Bewohner aus Fua und Kafraja geplant. Aber wie Sie wissen, kam es nicht dazu. Wir sprechen von verschiedenen Gruppen von Kämpfern, die mit Al-Qaida oder der Al-Nusra-Front in Verbindung stehen. Und eine dieser Milizen hat die Busse angegriffen, die dafür vorgesehen waren, die Menschen aus diesen Vororten von Aleppo zu evakuieren. Sie haben die Busse angegriffen, zerstört und dies im Internet veröffentlicht. Dabei teilten sie mit, dass sie es nicht zulassen werden, dass die Versöhnung durchgeführt wird und dass sie jeden Bürger töten werden, der diese Busse verwenden will. Das ist es, was passiert ist. Als wir gedacht haben, dass alles bereit wäre, um den Friedensvertrag auszuführen, taten sie das, was sie angekündigt hatten. Und sie sind alle von der Al-Nusra-Front. Sie haben sich von Beginn an nicht versteckt und ich denke, alle sind sich sicher, dass es die Al-Nusra gewesen ist. Sprechen Sie von einer bestimmten Gruppierung oder von der Al-Nusra selbst? Nein, wenn man von der Al-Nusra-Front spricht, dann meint man ihre Ideologie. Wie Sie wissen, hat die Al-Nusra-Front ihren Namen gewechselt, aber eine andere Bezeichnung bedeutet keinen Wechsel in Bezug auf die Ideologie, das Verhalten oder die Art und Weise der Morde. Deswegen ist es unwichtig, wie sie heißen. Wie viele Menschen wurden seit Beginn des Krieges bis heute getötet? Eigentlich können wir nur über offizielle Angaben sprechen. Das sind Zehntausende und nicht Hunderttausende, von denen Sie in den Medien hören. Natürlich kann man Tausende Verschollene erwähnen, über deren Schicksal wir nichts wissen. Das ist die offizielle Zahl. Im Westen zählt man natürlich die Terroristen hinzu. Und eine große Menge von ihnen werden natürlich nicht beim Staat als getötet oder verstorben gemeldet. Das Gleiche gilt für Ausländer, die 10.000 oder 100.000-fach nach Syrien kamen, um hier zu kämpfen. Deswegen sind die Angaben über Opferzahlen, die wir in den letzten 6 Jahren in den westlichen Medien hörten, ungenau. Sie werden nur genannt, um die Zahl hochzuschrauben, um zu zeigen, wie schrecklich die Situation ist und dies als humanitären Vorwand zum Einmarsch nach Syrien zu nutzen. Deswegen können wir als Staat nur von Zehntausenden Opfern bis heute sprechen. Das heißt, Sie sind mit den Angaben, die von der UNO gemacht werden, nicht einverstanden? Nein, denn die UNO hat keine Mittel zur Berechnung dieser Zahlen. Eigentlich hat keiner diese Mittel, denn wie ich sagte, sprechen wir über verschiedene Gruppierungen, über Ausländer, Syrer, Terroristen und so weiter. Daher ist es schwierig einzuschätzen. Das Einzige, was wir haben, sind offizielle Angaben. Natürlich müssen es mehr sein als die offiziellen Angaben, aber wir können das nicht einfach schätzen und irgendeine Zahl angeben. Gestern sind in den Medien Meldungen darüber erschienen, dass der IS-Führer al-Baghdadi von dem russischen und syrischen Militär an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak gefangen genommen wurde. Können Sie das bestätigen? Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Nein, das ist nicht wahr. Die Grenze dort befindet sich jedenfalls bis heute unter der Kontrolle des IS. Sie ist weder syrisch noch russisch, nicht einmal westlich oder amerikanisch. Sie gehört niemandem. Nur der IS kontrolliert diese Grenze, daher ist es für al-Baghdadi sicher, sich dort aufzuhalten. Damaskus teilte mit, dass es bereit ist, eine Gruppe der Organisation für das Verbot chemischer Waffen für eine Untersuchung des Vorfalls in Khan Shaykhun zu empfangen. Gab es schon Kontakt zwischen Ihnen und der Organisation und stehen schon mögliche Daten für die Ankunft einer ersten Gruppe der Experten fest? Nach dem ersten Angriff der Terroristen auf die syrischen Regierungstruppen vor einigen Jahren in Aleppo wandten wir uns an die UNO mit der Bitte, Experten zu entsenden, um zu beweisen, dass die Terroristen Gas gegen unsere Streitkräfte eingesetzt haben. Danach gab es noch viele Vorfälle, aber die UNO hat bis heute keine Delegation diesbezüglich nach Syrien entsandt. Dasselbe passiert auch jetzt. Wir haben formell einen Brief an die Vereinten Nationen geschickt, in dem wir um die Entsendung einer Expertendelegation bitten, um den Vorfall in Khan Shaykhun zu untersuchen. Natürlich haben sie bis heute niemanden entsandt, weil die westlichen Staaten und die USA dem entgegenwirken.
Denn wenn die Experten kämen, würden sie feststellen, dass alle ihre Behauptungen über die Ereignisse in Shanxihuan und über ihren Angriff auf die Az-Shayrat-Flugbasis eine False-Flag-Aktion und eine Lüge waren. Genau aus diesem Grund entsandten sie auch niemanden. Soweit ich das verstehe, laufen die einzigen Gespräche dazu, die es zurzeit gibt, zwischen Russland und einigen anderen Ländern. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir keine positiven Nachrichten darüber, ob die Experten kommen werden oder nicht. Und doch, wie sehen Sie das, was dort geschehen ist? Denn es gibt viele verschiedene Meldungen, die Ereignisse werden falsch interpretiert, es gibt Anschuldigungen in Bezug auf die Erstellung von Fake News. Was ist denn dort nach Ihrer Information passiert? Dieses Gebiet ist unter der Kontrolle der Al-Nusra-Front, die im Grunde genommen Al-Qaida ist. Die einzigen Informationen, die die Welt hat, stammen aus den Videos, die diese Organisation, die Al-Nusra-Front, auf YouTube und im Internet insgesamt veröffentlicht hat, sowie aus verschiedenen Medien, überwiegend aus den westlichen Medien. Deswegen können wir unsere Einschätzung nicht aufgrund dieser Meldungen machen. Erstens wissen wir nicht, ob das an dem Tag um 11.30 Uhr von uns angegriffene Objekt ein Chemiewaffenlager oder ein Depot oder etwas Ähnliches war. In deren Bericht wird aber behauptet, dass der Angriff um 6.30 Uhr erfolgte. Zu jener Zeit haben wir keine Angriffe unternommen. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste lautet, dass es einen Angriff gegen Mittag oder um 11.30 Uhr gab. Die zweite Variante, an die wir glauben, ist, dass das eine False-Flag-Aktion war, dass es keinen Angriff gegeben hat. Alles, was wir auf den Foto- und Videoaufnahmen gesehen haben, ähnelt dem, was wir bereits seit 2 Jahren oder länger bezüglich der Weißhelme sehen, der humanitären Al-Qaida. Eine schwer nachvollziehbare Geschichte, sagen wir mal so. Sie existiert so oder so nicht. Ihre Fotos, auf denen Kinder angeblich bei einem russischen Luftschlag getötet wurden, erwiesen sich später als Fälschung. Sie haben einen Jungen hingelegt, ihn mit Schmutz und Blut, natürlich mit falschem Blut beschmiert und so weiter. All die Tricks können ein Teil von ihnen sein. Wir glauben an diese Version, denn der Angriff war im Voraus vorbereitet. Sie wollten nichts hören, sie wollten nichts ermitteln, sie wollten nur den Angriff unternehmen. Wir vermuten, dass das eine Provokation ist, und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn es ein Gasleck oder einen Angriff gegeben hätte, und wenn man behauptet, dass in jener Stadt 60 Menschen getötet wurden, wie könnte jetzt die Stadt normal weiterleben? Man hat die Stadtbevölkerung nicht evakuiert. Kein Mensch hat die Stadt verlassen. Das Leben ging seinen gewöhnlichen Gang und es geht um Massenvernichtungswaffen. Kurz darauf haben sie ein Schariat angegriffen, wo es, wie sie behaupten, diese Gasdepots gegeben hätte. Sie haben alle Lager angegriffen, aber auf dem Flughafen trat kein Gas aus. Keiner unserer Offiziere oder militärischen Personal wurde durch Gas verletzt. Deshalb gab es für uns keinen Gasangriff, genauso wie es keine Gasdepots gegeben hat. Und dass es nur eine Provokation zur Rechtfertigung des Angriffs auf Schariat war. Das ist es, was passiert ist. Besteht die Hauptversion darin, dass keine Chemiewaffen und keine chemischen Mittel dort eingesetzt wurden? Ja, ich glaube, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, so kann man sehen, dass die Retter, die angeblichen Retter, Menschen ohne Schutzmasken, ohne Handschuhe geholfen haben, dass sie sich frei bewegt haben. Wie? Das widerspricht absolut der Besonderheit des Saringases, über das sie gesprochen haben. Das ist unmöglich, sie wären gestorben, wie die anderen. Und es ist unbekannt, ob die Menschen, die auf dem Boden gelegen haben, wirklich tot waren. Man kann dieses Bild fälschen, das ist leicht. Also darf man sich in seinen Überlegungen nicht ausschließlich auf Bilder und Videos stützen, besonders nicht auf die von Al-Qaida. Besteht eine Gefahr der Anwendung von Chemiewaffen durch Terroristen? Und wenn ja, woher kriegen sie diese? Aus welchen Ländern? Aus der Türkei. Direkt aus der Türkei. Und darüber liegen Beweise vor. Einige von ihnen wurden vor ein paar Jahren im Internet veröffentlicht.
In der Türkei haben viele Parteien und Parlamentsmitglieder die Regierung zu diesen Vorwürfen befragt. Das ist nichts Geheimes. Viele Leute in Syrien wussten davon und der einzige Weg, die einzige Route der Terroristen für den Erwerb von Geldern, Munition, jeglicher Versorgung, Rekruten und solchen Stoffen geht über die Türkei. Einen anderen Weg vom Norden her haben sie nicht. Deswegen ist es zu 100% die Türkei. Zum Thema Türkei. Sie haben erwähnt, dass die syrische Armee im Norden von Aleppo in Al-Bab türkischen Streitkräften gegenübersteht, die im Bruch mit dem Völkerrecht nach Syrien eingedrungen sind. Werden die syrischen Truppen etwas unternehmen, um der türkischen Intervention ein Ende zu bereiten? Und wenn ja, wann und in welcher Form? Wenn Sie über die türkische Invasion sprechen, wenn Sie wiederum über die amerikanischen Truppen sprechen, das ist auch eine Invasion. Und wenn Sie über die Terroristen in Syrien sprechen, das ist immer eine Einheit, es gibt keinen Unterschied. Es gibt eine Kraft, die all diese Gruppierungen leitet und kontrolliert. Vorrangig ist jetzt, die Terroristen zu zerschlagen. Wenn wir die Terroristen besiegen, so wird die türkische, ja auch die andere Armee, die jetzt dort aktiv ist, schwächer. Ihre wahre Stärke sind ihre Handlanger und nicht ihre eigene Armee. In diesem Sinne, wenn wir Terroristen in verschiedenen Gebieten besiegen, wird es sehr einfach sein, alle anderen Kräfte zu vertreiben, auch die Türken. Entweder gehen sie oder wir müssen weiter gegen sie kämpfen, unser Land verteidigen. Man kann nicht sagen, ihr dürft bleiben und lasst uns verhandeln. Nein, man verhandelt nicht. Man verteidigt sein Land. Vorrangig ist jetzt, ihre Handlanger zu zerschlagen, denn sie sind eine bedeutende Kraft auf dem Boden. Denken Sie, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Syrien und den USA verbessern können? Wir versuchen immer zu denken, dass das Glas halb voll ist. Aber das ist uns diesmal nicht gelungen. Wir versuchen, etwas Positives zu finden. Vor einigen Monaten sagten wir, dass das, was Präsident Trump sagte, vielversprechend klang. Ich empfand es als vielversprechend. Aber in Wirklichkeit geht es nicht darum, was sie versprechen. Denn wir wissen alle, dass die US-Beamten das eine sagen und das andere tun. Sie halten nie ihre Versprechen und ihr Wort. Genau das bewies der Angriff auf Asch-Shairat. Sie sagten das eine und taten das andere. In der Politik sagt man nicht, ich werde das nicht tun. Immer, wenn es einen Moment der Hoffnung gibt, dass dieses Land oder diese Regierung seine Haltung gegenüber deiner Souveränität verändert und sich für das Verhindern von Blutvergießen in deinem Land einsetzt, musst du kooperieren. Es geht nicht um persönliche Beziehungen, nicht um Hass und Liebe, sondern um das Interesse deines Volkes. Also kann ich sagen, diese Eskalation hat nichts geändert, weil diese Eskalation ein echter Ausdruck der Realität des US-amerikanischen Regimes ist, welche es seit Jahrzehnten gibt. Es ist nicht neu für die Vereinigten Staaten, etwas Solches zu tun. Aber es ist notwendig, mit den Vereinigten Staaten umzugehen, als ein großes Land, mindestens um es von schädlichen Handlungen abzuhalten. Im Allgemeinen spreche ich nicht nur über Syrien. Wenn sie dazu bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, sind wir bereit. Wir haben keine Probleme. Haben Sie versucht oder haben Sie vor, irgendwie Kontakt zu Vertretern der Trump-Administration aufzunehmen? Nicht wirklich. Wir haben gerade keine Verbindung zwischen Syrien und dem Regime der Vereinigten Staaten oder deren Administration. Nun haben wir die Situation im Norden besprochen, aber etwas geht im Süden vor. Haben Sie Informationen über die Pläne Jordaniens, abgestimmt mit den USA, Truppen nach Syrien unter dem Vorwand des Kampfes gegen den IS zu entsenden? Einige Medien haben darüber berichtet. Und wenn das so ist, denken Sie, dass eine Gefahr der Zerstückelung Syriens seitens der Nachbarstaaten besteht? Wir haben solche Informationen nicht nur aus den Medien, sondern aus verschiedenen Quellen, denn wissen Sie, wir kommen aus denselben Stämmen, Familien, die auf beiden Seiten der Grenze leben. Deswegen können Sie jegliche Veränderungen in der Stimmung oder Bewegungen im Hinterland beobachten. Jegliche neue Pläne der Armee kann man am Boden sehen.
Deswegen haben wir solche Informationen. Aber Jordanien gehörte sowieso zu den amerikanischen Plänen seit Beginn des Syrienkrieges. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie müssen den Befehlen der Amerikaner folgen. Jordanien ist sowieso kein unabhängiges Land. Was die Amerikaner wollen, das wird auch geschehen. Deswegen, wenn die Amerikaner den nördlichen Teil Jordaniens gegen Syrien nutzen wollen, dann werden sie ihn nutzen. Es geht nicht um Jordanien. Wir sprechen nicht über Jordanien als Staat. Wir sprechen über Jordanien in diesem Fall, weil die Vereinigten Staaten die Pläne bestimmen. Sie bestimmen die Spieler und diejenigen. Sie billigen alles, was im Hinblick zu Syrien aus dem Jordan kommt. Und viele der Terroristen kommen aus dem Jordan und natürlich der Türkei seit dem ersten Tag des Syrienkrieges. Das ändert also die Situation, die militärische Situation, wie Sie gesagt haben. Bedrohungen aus dem Norden, von dem irakischen Teil der Grenze, von Jordanien her und ein Raketenbeschuss durch US-Schiffe. Werden Sie in dieser Situation Russland um mehr Hilfe bitten, um die russische Unterstützung auszubauen, auch vielleicht auf dem Boden? Tatsächlich war die Luftwaffe der Russischen Föderation sehr effizient und erfolgreich bei der Unterstützung der syrischen Armee in den letzten mehr als 1,5 Jahren. Alle wissen, dass seitdem diese Unterstützung im Jahre 2015 begann, sich das Kräfteverhältnis veränderte und wir Palmyra, Aleppo und viele andere Distrikte zurückerobern konnten. Wir konnten Hama verteidigen. Das war eine große und gut organisierte Offensive, aber wir konnten sie abwehren. Deshalb war diese Unterstützung sehr erfolgreich und natürlich dürfen wir die erfolgreiche Unterstützung vor Ort seitens der Iraner nicht vergessen. Sie haben keine Truppen entsandt, aber durch ihre Offiziere, durch ihre Berater haben sie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ich glaube also nicht, dass wir jetzt Bodentruppen brauchen. Manchmal, wenn verschiedene Fronten, wie Sie erwähnt haben, im Norden, im Osten, im Süden und der Mitte intensiv angegriffen werden, attackieren russische Raketen vom Meer her. Ein russischer strategischer Bomber kam aus Russland, um in Syrien zu attackieren. So beschränkt sich die russische militärische Unterstützung nicht nur auf die Basis in Syrien. Sie verstehen, welche Kampfhandlungen erforderlich sind. Es gibt Schwankungen, aber Bodentruppen sind bis jetzt nicht nötig. Vielleicht, wenn unsere Feinde und ihre Verbündeten, ihre Terroristen, ihre Strohmänner in Zukunft ihre Strategie ändern und mehr Terroristen aus der ganzen Welt schicken, und man dann ganze Armeen von Terroristen haben wird, kann es erforderlich sein. Aber momentan finde ich nicht, dass man das braucht. Das, was getan wurde, ist gut und ausreichend. Bezüglich einer zukünftigen politischen Regelung, wie sehen Sie diese, wenn man die geringe Effektivität der Genfer Verhandlungen mit berücksichtigt? Kann Astana Genf als Hauptplattform für Verhandlungen ersetzen? Eine weitere Frage. Gibt es Menschen in der Opposition, mit denen Sie bereit sind, Kontakt zu haben und direkte Verhandlungen aufzunehmen? Ich meine von denen, die nach Astana kommen, aus militärischen Gruppierungen oder in Genf. Zuerst schätzen wir den Prozess in Genf so ein. Er hat noch nicht angefangen. Bis jetzt ist nichts passiert. Er ist eine Totgeburt. Er ist tot. Denn ich meine, wenn Sie auf den Markt eine Ware kaufen wollen, lesen Sie zuerst auf der Packung die Bedingungen für den Gebrauch. Was sind die Anforderungen, damit die Ware richtig funktioniert? Damit das passiert, was Sie erwarten. Dasselbe trifft auf alles in dieser Welt zu. Wenn Sie von Genf sprechen, dann kann das eine gute Idee sein. Astana, das ist eine sehr gute Idee. Aber haben wir denn die Voraussetzungen dafür, dass diese zwei Mittel ein Ergebnis bringen? Bis jetzt nicht. Denn einige Teilnehmer dieses Prozesses, Russland, der Iran und natürlich Syrien, streben eine friedliche Lösung an. Sie respektieren die Souveränität Syriens und hoffen auf die Einheit Syriens. Sie respektieren die UN-Satzung, verschiedene Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und so weiter. Aber wenn Sie auf die anderen Teilnehmer schauen, auf den Westblock und seine Verbündeten in der Region sowie deren Strohmänner, die sind natürlich auf der anderen Seite. Sie nutzen die Ereignisse nur als politische Deckung der Terroristen aus und nicht für eine politische Lösung.
Deswegen besteht die Anforderung darin, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Jetzt fehlt dieses eine Ziel. Es gibt unterschiedliche Ziele, es gibt mindestens zwei. Man muss das mit der anderen Seite besprechen. Nennen wir sie Opposition, seien es Kämpfer oder die politische Opposition. Aber das sind unterschiedliche Gruppierungen, sie vertreten unterschiedliche Meinungen. Man spricht also nicht von einem einheitlichen Gebilde. Viele der Forderungen wurden bis jetzt nicht angeboten, damit diese Initiativen erfolgreich sind. Sind wir jetzt bereit, uns an den Verhandlungstisch zu setzen? Natürlich. In Syrien saßen wir mit Terroristen am Tisch. Wie können wir eine Aussöhnung erreichen, wenn wir uns nicht zu ihnen setzen? Von Anfang an haben wir betont, dass ein realer und echter politischer Kurs gerade aus dem Grund fehlte, den ich eben erläutert habe. Also ich habe gesagt, los, bereitet den Boden für euren eigenen politischen Kurs vor, der zu direkten Gesprächen mit Terroristen oder Kämpfern in verschiedenen Gebieten wird. Und sagt ihnen, wenn sie ihre Waffen niederlegen, gebe ich ihnen eine Amnestie und sie gehen wieder zurück in ihr normales Leben und werden wie alle anderen Bürger leben. Sonst seid ihr kein Teil dieser Versöhnung und könnt abhauen, wohin ihr wollt. Das passiert heute, gestern, jeden Tag. Es passiert ab und zu und hat der Stabilität in vielen Gebieten Syriens geholfen. Und das hat die Position der Terroristen und ihrer Herren untergraben. Also ja, wir sind bereit, uns mit jedem an den Verhandlungstisch zu setzen, der uns helfen kann, dieses Blutvergießen in Syrien ein Ende zu bereiten. Egal wer, wir haben keinerlei Probleme, wir haben keine Tabus in dieser Hinsicht. Aber Sie persönlich haben auch keine Präferenzen. In welcher Hinsicht? Was meinen Sie? Ich meine, ob es konkrete Personen gibt, konkrete Namen, mit denen die syrische Regierung direkt sprechen kann. Nein, manchmal kann man sagen, ich setze mich mit der politischen Opposition an den Verhandlungstisch. Ich werde das aber nicht mit den Militanten machen. Ich würde mich mit der Opposition, die nicht mit Katar und Saudi-Arabien oder Frankreich und so weiter verbunden ist, an den Tisch setzen, die nicht Teil der ausländischen Agenda gegen Syrien ist. Aber schlussendlich besteht die wichtigste Frage darin, ehe man jegliche Verhandlungen aufnimmt, ist diese Person imstande, das umzusetzen, was kann er erreichen? Wenn ich mich mit jemandem an den Verhandlungstisch setze, der keinen Einfluss auf die Gegebenheiten in Syrien vor Ort hat, zu welcher Einigung sollen wir dann kommen? Das ist bloß Zeitverschwendung. Wir sind also in dieser Hinsicht tatsächlich sehr pragmatisch. Wir sagen, lass uns mit jedem zusammensitzen, der die Situation in zwei Dingen ändern kann. Das erste ist der Stopp des Tötens. Das ist Nummer eins. Das ist für jeden Syrer vorrangig. Nicht nur für die Regierung, sondern für jeden Syrer. Fragen Sie jeden und er sagt Ihnen, dass wir Sicherheit brauchen. Wir brauchen Stabilität. Das ist Nummer eins. Zweitens, wenn man das vom politischen Standpunkt aus betrachten will, kann man über alles sprechen. Man kann über die Verfassung, über die Zukunft Syriens, über das politische System, das man sich wünscht, über das Wirtschaftssystem sprechen. Alles ist möglich. Das wird diesmal nicht so kompliziert sein, aber ohne Stabilität kann man bei Verhandlungen nichts erreichen. Deswegen habe ich gesagt, dass wir unmittelbar zu den Verhandlungen mit den Kämpfern übergegangen sind. Das ist nicht unsere Präferenz, um zurück zu Ihrer Frage zu kommen, aber das ist bis jetzt das effizienteste Vorgehen. Sie haben Katar und Saudi-Arabien sowie vor kurzem Kasachstan als Gastgeberland des Prozesses in Astana erwähnt, das vorgeschlagen hat, mehr Länder zu diesem Prozess einzuladen, darunter Katar und Saudi-Arabien. Was denken Sie darüber? Ich glaube, je mehr Länder wir haben, desto besser, aus verschiedenen Gründen. Entweder gibt es mehr Unterstützung für diese Initiative und das schützt sie oder erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit. Oder es gibt Länder, die sie ablehnen werden, egal ob sie ein Teil davon sind oder nicht. Wenn sie aber ein Teil davon sind, kann man auf sie zeigen. Man kann ihnen sagen, ihr seid Teil des Problems und solltet uns helfen. Und wenn ihr aufrichtig helfen wollt, nicht nur durch euren Diskurs und Rhetorik, dann ist dies die Initiative, die ihr unterstützen solltet. Seid ein Teil davon und zeigt uns, dass ihr gegen den Terror seid. Zeigt uns, dass ihr das unterstützt, was das syrische Volk will. Deshalb ist es in beiden Fällen etwas Positives, jeden einzuladen, der kommen möchte. Deswegen unterstütze ich das, was die Diplomaten in Kasachstan über die Ausweitung der Beteiligung gestern in Astana erklärt haben. Und was die Verfassung betrifft, haben Sie schon das Projekt gestartet, welches jetzt in Genf debattiert wird? Und was denken Sie über den Vorschlag, das Wort Arabisch aus der Bezeichnung des Staates zu entfernen?
Ich kann nur wiederholen, als Regierung sind wir keine Eigentümer der Verfassung. Sie soll einen Konsens in Syrien darstellen. Wenn die Syrer an die Worte arabischer Staat nicht glauben, wozu soll man diese Wörter dann haben? Nur weil die Regierung es glaubt? Nein, wir müssen die Meinung der meisten Syrer widerspiegeln, wenn wir mit Ja oder Nein antworten. Unser Eindruck ist, dass die meisten Syrer an diesem Wort hängen, denn das ist ihre Identität. Die meisten Syrer sind Araber und sie glauben an ihre Identität. Noch einmal, ich würde nicht behaupten, dass es richtig oder falsch ist, bis die Syrer es bei dem Referendum selbst entschieden haben. So lange bedeutet es nichts, ob sich der Präsident für dieses Wort oder dagegen ausgesprochen hat. Jetzt ist es noch zu früh, um diese Angelegenheit zu besprechen. Es ist kein Streitthema. Ich meine damit, keiner diskutiert es im Augenblick, nur ein geringer Teil der Bevölkerung. Überwiegend der kurdische Teil erwähnt diese Frage. Es ist kein großes Problem. Lassen Sie uns ein bisschen über die bilateralen Beziehungen im Bereich der Wirtschaft sprechen. Unser Vizepremier Dmitri Rogozin hat neulich Damaskus besucht und gesagt, dass ein Abkommen zur Förderung der russischen Unternehmen in Syrien erzielt worden sei und dass er von ihnen Garantien erhalten habe, dass russische Unternehmen wohlwollend aufgenommen werden und bevorzugt behandelt werden. Welche konkreten Mechanismen wurden geschaffen, um dieses Ziel zu erreichen? Wir haben unsere Gesetze in Bezug darauf, wie Abkommen mit unterschiedlichen Unternehmen zu schließen sind. Wir haben schon angefangen mit einigen dieser Unternehmen nach dem Besuch von Rogozin, besonders nachdem westliche Unternehmen Syrien verlassen haben, und zwar nicht wegen der Sicherheitssituation, nicht aus Sicherheitsüberlegungen, sondern in Wirklichkeit aus politischen Überlegungen. Deswegen ist der syrische Markt, wenn wir das als Markt bezeichnen wollen, heutzutage frei für russische Unternehmen. Um eine bedeutende Rolle im Wiederaufbau Syriens und bei Investitionen in Syrien zu spielen. Der wichtigste Teil für mich und ich glaube für Sie auch, liegt im Ölsektor, Öl und Gas. Und einige russische Unternehmen sind in diesem Sektor, sagen wir, in den letzten paar Monaten eingestiegen und die Unterzeichnung der Verträge sozusagen, die letzten Schritte in der Unterzeichnung der Verträge ist gerade im Gange, so sehe ich das. Gab es Verhandlungen über mögliche kostenlose Lieferungen aus Russland oder ist es ein kommerzieller Vertrag? In dieser Situation, ich meine unseren Krieg, betrachtet Russland diesen Krieg als mehr als nur einen syrischen, mehr als einen syrisch-russischen Krieg. Ich glaube, das ist der Krieg eines jeden Landes, das seine Bürger vor den Terroristen schützen will. Deshalb verteidigt Russland auch seine eigenen Bürger, indem es unsere Armee unterstützt. Und ich glaube, auch Bürger Europas und anderer Länder. Deswegen hat dieser Krieg für Sie keinen kommerziellen Charakter wie für die Amerikaner. Wenn Sie einen Krieg beginnen, kalkulieren Sie, wie viele Arbeitsplätze man dadurch schaffen kann. Russland betrachtet diesen Krieg von dem Standpunkt aus, dass er für die Verteidigung der eigenen Bürger, unserer Bürger, Einwohner anderer Länder, der Position Russlands, des Gleichgewichts, des politischen und militärischen Gleichgewichts erforderlich ist, als ein großes Land. In dieser Hinsicht betrachtet man die Rüstungsgüter nicht in Bezug auf ihren Preis oder darauf, wie viel Profit sie bringen.